Hallo, willkommen, schön, dass Sie da sind. Und die Raumflucht zeigt mir etwas, dass Kommunikation nach wie vor nicht das beliebteste Thema ist in der Pflege. Aber es ist eins der grundlegenden Themen. Denn alles, was Sie heute gehört haben, alles transportieren Sie mit Ihrer Fähigkeit zu sprechen. Ich habe mir mal so ein paar Gedanken gemacht. Da fehlt die Musik. Geht wieder? Jetzt geht es wieder. Wenn es beim Sprechen so einfach wäre, einfach mal wieder auf Tilt zu drücken, ne? So auf Löschen, kennen Sie das? Wenn Sie irgendwas plappern, dann denken Sie, nein, oh nein, nochmal von vorne. Wenn wir mal so löschen könnten, ne? Ja, geht aber nicht. Beim Schreiben geht das ganz gut, beim Reden geht es nicht so gut. Wer von Ihnen spricht denn manchmal bei der Arbeit? Viele, hört sich so an, ja? Sprechen Sie manchmal, sprechen Sie oft, sprechen Sie praktisch dauernd? Sie sprechen praktisch dauernd. Eine noch wichtigere Frage ist, wenn Sie dauernd sprechen, wissen Sie denn auch, was Sie so sagen? Das Gemurmel wird etwas leiser. Wissen Sie es manchmal, wissen Sie es öfter? Wissen Sie es bei kommt drauf an, mit wem? Wahrscheinlich kommt drauf an, mit wem, ne? Also die allermeisten Menschen denken natürlich schon, dass sie wissen, was sie sagen. Es ist allerdings nur ein Gedanke, denn wenn ich mit Ihnen spreche und schon nach zwei Sätzen sage, bitte wiederholen Sie doch nochmal, was Sie gerade eben gesagt haben, dann ist es mit einer großen Wahrscheinlichkeit nicht möglich, dass Sie das können. Inhaltlich schon. Denn Sie wissen ja, was Sie sagen wollen, aber tatsächlich nicht. Und die Frage ist, ist es wichtig oder nicht? Und wenn Sie so viel sprechen in Ihrem Beruf und Sie möglicherweise Ihren Beruf gar nicht ausüben könnten, ohne dass Sie sprechen, dann wird das Sprechen sozusagen zu einer Profession. Also es gehört zu unserem täglichen Dasein dazu. Und irgendwie erwarten die Menschen von uns neben diesen vielen, vielen anderen Dingen auch noch, dass wir professionell kommunizieren. Ja, jetzt hat aber professionelles Kommunizieren nicht so viel mit Wissen zu tun, sondern vielmehr mit Können. Also so dieser Moment, im richtigen Moment das richtige Wort zu haben zum richtigen Menschen, das ist die Kunst. Und dafür fehlt uns eben tatsächlich oft die Zeit oder wir haben es zu wenig geübt, um sie im richtigen Moment abrufen zu können. Ups, jetzt ist was zu schnell. Tatsächlich nehmen Sie nämlich dauernd Einfluss. Das ist nochmal ein Video. Jetzt kommt es, genau. Sie nehmen nämlich tatsächlich dauernd Einfluss auf alles Mögliche, wenn Sie sprechen. Sie sprechen ja nicht nur mit sich. Wenn Sie im Pflegeberuf sprechen, dann nehmen Sie Einfluss aufs Unternehmen, auf den Ruf des Unternehmens, auf den Ruf Ihres Teams. Sie nehmen Einfluss auf Menschen, auf Patienten, auf Angehörige. Sie pflegen vielleicht Ihre Kollegen oder einen Teamgeist, sie pflegen aber mit ganz großer Sicherheit eben auch sich selbst. Und das wissen viele Menschen gar nicht. Bevor sie sprechen, haben sie das ja in sich drin. Also es kann nichts aus ihnen rauskommen, was vorher nicht drin war. Und wenn das vorher drin war, dann spüren Sie, welche Qualität von Gedanken Sie haben. Viele Menschen sagen, ich sollte mal denken vorm Reden. Tatsächlich tun Sie das auch. Sie merken es nur zu spät. Also ganz viele Menschen machen den Mund auf und dann denken sie laut und während sie sprechen, versortieren sie ihr Denken und dann ist es aber leider zu spät, weil wenn es draußen ist, holt es eben keiner mehr zurück. Ein Wort zieht sozusagen seine
Kreise. Warum ist es für den Patienten so wichtig, dass er das Gefühl hat, dass wir menschlich mit ihm sprechen? Naja, und was ist denn überhaupt menschlich? Also was meint er damit? Er meint, na, das macht hier aber, so, was meint er damit? Er meint mit menschlich geduldig, nachsichtig, sehr persönlich, verständlich, informativ, beratend, motivierend, schlichtend, einfühlsam, also alles, was das Menschsein so ausmacht. Das möchte er möglichst immer haben, also nicht nur manchmal, sondern immer und auch nicht nur als Glückssache, sondern so, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, wenn er in die Klinik kommt oder wenn er ins Pflegeheim kommt oder Angehörige ins Pflegeheim kommen, wollen Menschen neben unseren pflegerischen Handlungen auch immer was Menschliches. Und wenn sie sich menschlich gesehen fühlen, dann beruhigen sie sich auch eher. Warum sind die so aufgeregt? Naja, die haben Angst. Und Angst ist etwas, was uns Menschen immer in ein anderes Verhalten bringt. Ich weiß nicht, wie Sie sind, wenn Sie krank sind. Also ich bin dann anders als jetzt hier. Ich bin so eine ganz gruselige Kranke. Also ich pinst dann ziemlich viel rum und nach mir muss man ziemlich oft gucken und nach mir fragen, wie es mir geht und so. Wenn ich dann wieder gesund bin, schäme ich mich manchmal dafür. Aber wenn ich krank bin, bin ich eben nicht so, wie wenn ich gesund bin. Verhaltensweisen der Angst sind ganz andere als die, wenn es Menschen gut geht. Sie haben einen Beruf gewählt, freiwillig, denke ich, in dem sozusagen ganz viele Emotionen, die Menschen gar nicht so gerne mögen, die bekommen sie täglich kostenlos. Und diese Ängste, diese Grundstimmung Angst, es zeigt sich bei Menschen in ganz vielen unterschiedlichen Gesichtern. Ich nenne das Gesichter der Angst. Menschen sind hilflos, sie sind zynisch, sie sind arrogant, sie sind übergriffig, sie lügen, sie benutzen mich, sie weinen, sie wimmern, sie betteln, sie klagen, sie machen alles Mögliche, sie sind eifersüchtig, sie sind neidisch, sie rivalisieren, sie konkurrieren, sie kämpfen für sich oder für ihren Angehörigen. Und manchmal sind wir ja auch selber so. Sie zeigen uns ein Verhalten, mit dem es gar nicht so einfach ist, gut zu kommunizieren. Pflegende schreiben sich Empathie nicht nur auf die Stirn, sondern Pflegende schreiben sich Empathie quer über die Brust. Also wenn wir nicht empathisch sind, wer denn dann? Das ist zwar eine gute Haltung, aber der Ausdruck stimmt nicht immer. Und einen empathischen Ausdruck zu haben für Menschen, die freundlich sind, also freundliche Patienten, geduldige Patienten, so die netten Menschen, das ist jetzt nicht so schwer. Dafür brauchen Sie auch keinen Kurs. Das können Sie schon. Weil das ist keine Kompetenz. Kompetenz oder Professionalität in der Kommunikation beginnt im Grunde erst dann, wenn Sie mit Menschen, die sich schlecht benehmen, gut kommunizieren können. Und das schütteln Sie nicht einfach so aus dem Ärmel, sondern das ist für mich ein Fachthema. Das hat was mit Üben zu tun, das hat was mit Reflektieren zu tun und na mal ganz ehrlich, also wer schreit schon hier, wenn es darum geht, Rollenspiele in Kommunikationstrainings, ja? Aber Tatsache ist, Sie werden es nicht lernen, wenn Sie es nicht üben, weil kein Mensch wird zum Profi, wenn er nur etwas weiß. Also ein Fünf-Sterne-Koch, der hat ein schönes Rezeptbuch geschrieben, aber wenn er nicht kochen kann, dann hat er keine Sterne. Ein Fußballprofi, der nie auf dem Bolzplatz Fußball spielt, also versucht, den Ball Richtung Tor zu bringen, der wird kein Fußballprofi und der übt auch vor dem Spiel. Und auch eine Sängerin übt nicht beim Konzert. Ein Arzt bringt nicht erst jemanden um, bevor er ihn reanimiert, der hat auch eine Puppe erstmal da. Und Sie ja auch, wenn Sie es üben, damit Sie die Trockenübung sozusagen üben, um es im richtigen Moment abrufen zu können. Ha, und genauso ist es halt in der Kommunikation. Jetzt ist es so, dass wir da in der Realität, also Wirklichkeit und Anspruch, was will der Patient von uns und dem, was wir ihm bieten können oder glauben bieten zu können, ist ein großer Unterschied. Thank you.
ich habe mich ja selber lang genug da draußen bewegt, wir beschimpfen einfach die Leute, die so hohe Ansprüche haben. Also unsere Entwicklung ist natürlich weitergegangen. Ja? Also die Menschen haben sich entwickelt, wir haben auch keinen Krieg mehr im Land, Gott sei Dank. Wir sind gebildeter, Menschen googeln ihre Diagnosen und kommen schon an, also die wissen schon, was sie haben. Sie wollen auch nicht nur manchmal gut behandelt werden, sondern immer. Sie lassen sich auch nicht mehr alles gefallen, sie sind selbstbewusster, sie sind stärker, sie demonstrieren uns das auch mehr. Und dafür brauchen wir aber andere Kompetenzen. Also das, was wir so denken, was wir können in der Kommunikation, das bisschen reden und das bisschen erklären, das reicht uns heute bei weitem und schon lange nicht mehr aus. Und deshalb sage ich, hören Sie doch mal genau hin, wie die Realität ist. Und ich weiß, dass wir ganz oft Menschen auch verärgern und provozieren, ohne dass wir es merken. Nicht, weil wir das extra machen, sondern weil die Sprachgewohnheiten in unserem eigenen Berufsfeld so kühl und so nötig und so reduziert sind inzwischen, dass der Faktor Mensch fast nicht mehr darin vorkommt. Und das ist für mich ein Schlüssel geworden. Wenn Sie nämlich beginnen zu hören, was Sie sagen, dann haben Sie auch die Möglichkeit, Einfluss darauf zu nehmen. Das heißt, bevor Sie den Ärger haben, können Sie schon einiges tun, damit der gar nicht entsteht. Oder Sie können Menschlichkeit transportieren, und zwar so, dass der andere beruhigt ist und nicht sozusagen erst krantig wird. Ich möchte Ihnen dazu ein paar Beispiele sagen. Wer von Ihnen hat manchmal Stress bei der Arbeit? Wie oft sagen Sie das Wörtchen müssen? Oft? Manchmal? Öfter? Dauernd? Das Wörtchen müssen ist ein Wort, das im Gesundheitswesen so ein bisschen wie eine Eintrittskarte ist. Also wenn ich mit Schülern arbeite, dann sagen sie mir noch, oh, Frau Manz, ich darf jetzt einen Katheter wechseln, ich darf jetzt einen Verband wechseln, ich darf jetzt bei der Visite mitgehen, ich darf jetzt Blutdruck messen. Ab dem Tag, wo der Schüler das Examen hat, muss der. Ja, dann sage ich, wieso, du wolltest doch. Nee, jetzt muss ich ja. Sag ich, Moment, du warst doch letzte Woche noch da und sagtest, du wolltest. Ja, hast du dich hier freiwillig beworben? Ja, hab ich. Hast du dich gefreut über die Zusage? Ja, hab ich. Wieso musst du dann? Wenn das eine Hochdruckkrise ist, musst du. Okay? Aber wenn ich eine normale Vitalzeichenkontrolle mache, muss ich das nicht machen. Ich mache das sowieso. Wenn ich den Menschen in unserer eigenen Berufsreihe das Müssen wegnehmen will, sind die total beleidigt. Als wäre es fatal, wenn wir nicht genug tun müssten. Das Müssen reicht uns gar nicht, wir müssen meistens auch noch schnell. Ja? Und die Patienten, mit denen wir sprechen, die eh schon mit Druck kommen, die hören den ganzen Tag von uns. Was? Da müssen Sie nur noch hier unterschreiben, Sie müssen noch ein bisschen Geduld haben, da müssen Sie einen Arzt fragen, Sie müssen sich hinlegen, Sie müssen sich mehr bewegen, Sie müssen mehr essen, Sie müssen mehr trinken, Sie müssen jetzt schlafen. Also Sie müssen dauernd irgendetwas. Und wenn Sie Menschen dauernd mit Müssen kommen, das können Sie bei sich selber ausprobieren, werden die irgendwann trotzig. Und das ist nicht, hat nichts mit einem schlechten Charakter zu tun, sondern das ist normal. Und zwar dann, wenn die Stimmungsbilder sowieso schon so ein bisschen angespannt sind. Ein nächstes Thema ist keine Zeit. Wir haben ganz viele Themen in unseren Sprachmustern drin, die dauernd betonen und betonen und betonen und betonen, dass wir nicht nur keine Zeit, sondern nie Zeit haben. Wir haben Sätze, die andere Menschen, die auf uns angewiesen sind, auch dauernd verunsichern. Also wenn ich zum Ohrenarzt gehe, Ambulanz, ich komme da rein, ich habe Probleme und die Dame, die nette Kollegin am Empfang sagt, gehen Sie noch mal kurz ins Wartezimmer. Jetzt komme ich da rein, da sitzen 32 Menschen drin. Dann sagt mir mein Unterbewusstsein, da stimmt was nicht. Setz mich aber hin, pass jetzt aber genau auf, wer nach mir reinkommt und vor mir aufgerufen wird. Das mache ich nicht extra, sondern ich bin irgendwie irritiert. Ich weiß das ja heute, also ich gehe heute zurück und sage, ich weiß, dass sie nicht weiß, was sie gesagt hat. Und dann sage ich, wie lange ist bei Ihnen heute kurz? Und dann sagt die, oh ja, eine Stunde müssen Sie schon rechnen. Ah, dann weiß ich jetzt wieder Bescheid. Was sie macht ist, sie will mir suggerieren, meint es wahrscheinlich auch gut, dauert nicht so lang, stimmt aber nicht.
Ja? Und Menschen können mit ziemlich vielem ganz gut umgehen, aber nicht mit irritierenden Aussagen oder wenn sie das so das Gefühl haben, der nimmt mich nicht ernst. Dazu gehören Sachen wie, ich komme gleich, der Arzt kommt sofort, gehen Sie schon mal vor, ich bin gleich da. Aber was ist gleich? Keiner weiß das und Sie auch nicht. Einen kleinen Augenblick, nur einen Moment bitte. Ja, hast du mal 5 Minuten? Das Beste, was ich mal gehört habe, war, nur ein Sekündchen bitte. Und das stimmt nicht. Jetzt ist es natürlich so, dass Sie selten sagen können, wie lange dauert irgendwas wirklich. Dann sagen Sie lieber Handlungsabläufe. Ja? Also sagen Sie, ich mache noch das und dann komme ich zu Ihnen. Ja, ich telefoniere noch oder ich bin noch bei Frau Weber, wenn ich da soweit bin, dann komme ich zu Ihnen. Und Sie werden staunen, wie geduldig Menschen sein können. Aber wenn Sie ihnen irritierende Aussagen geben, dürfen Sie sich nicht wundern, wenn die kommen und nach sehr viel Geduld plötzlich nicht mehr geduldig sind, weil die Aussagen einfach nicht wahr sind. Denken oder sprechen Sie eher im Problem oder denken und sprechen Sie eher in der Lösung? Gelernt haben Sie ein problemorientiertes Denken durch Ihren Beruf. Also wo ist das Problem, wo ist das Defizit? Was wir brauchen in der Pflege, ist mehr lösungsorientierte Sprache. Das sind so Sätze wie, schreib dir es auf, damit du es nicht vergisst. Ruf die an, damit sie sich nicht wieder beschwert. Ich halte sie fest, damit sie nicht fallen. Ich ziehe ihnen die Jacke an, damit sie nicht frieren. Das können Sie ganz einfach anders sagen, weil das sind 4 Probleme. Vergessen, beschweren, fallen und frieren. Sie können ganz einfach sagen, schreib es dir auf, dann denkst du dran. Ruf die an, dann freut sie sich. Schreib es dir auf, ach so, dann denkst du dran. Und die Jacke, nicht, dass sie nicht frieren, sondern dass ihnen warm ist. Ich ziehe ihnen die Jacke an, dann ist ihnen warm. Und das können Sie steigern. Sie können sagen, ich ziehe ihnen die Jacke an, dann ist ihnen schön warm. Und wenn Sie in der Geriatrie sind, können Sie jetzt die Sinne ansprechen. Ich ziehe ihnen ihre Lieblingsjacke an, dann ist ihnen schön warm. Ich ziehe ihnen die kuschelige Jacke an, dann ist ihnen schön warm. Und schon bekommen Sie im Geist ein anderes Bild und auch eine Emotion. Und interessant ist eben, dass Denken, Sprechen und Handeln auch immer was miteinander zu tun hat. Das heißt, Sie werden diese Jacke auch anders anziehen. Wie wenn Sie sagen, ich ziehe Ihnen die Jacke an, damit Sie nicht frieren. Frieren tut derjenige wahrscheinlich weiter, weil Sie ihm das Bild gegeben haben. Krank oder gesund? Unsere Sprache ist voller pathologischer Begriffe. Eine Krankheit nach der anderen. Also eins der meistgebrauchten Adjektive in Deutschland ist wahnsinnig. Der Wahnsinn ist sozusagen überall, ne? Also wie war es heute? Ja, Wahnsinn. Ne? So, war es wahnsinnig interessant? Ja, vielleicht war es wahnsinnig interessant. Vielleicht auch nicht. Wie ist das Buch? Wahnsinn. Musst du lesen. Warst du im neuen Kinofilm? Ja, Wahnsinn. Musst du hingehen. Hast du eine neue Jacke? Wahnsinnig teuer. Also der Wahnsinn ist wirklich völlig legitimiert überall. Aber Wahnsinn ist eine anerkannte pathologische Erkrankung, die nicht lustig ist. Wenn Sie nicht wahnsinnig werden, das ist nicht lustig. Wenn Sie nicht wahnsinnig werden, dann werden Sie vielleicht verrückt. Ja? Oder es ist der Blödsinn und der Schwachsinn. Und auch irre und toll, mal für die jungen Menschen heute, sind Begriffe aus der Psychiatrie. Das sind nämlich die Irrenhäuser von früher und die Tollhäuser. Heute weiß das keiner mehr. Und vielleicht ist es im Einzelnen auch gar nicht so schlimm. Nur es nimmt uns etwas von unserer Sprache. Wir differenzieren es nämlich nicht mehr. Wir haben ein Stück weit verlernt, so genau zu beschreiben, wie etwas ist oder wie wir etwas meinen. Und das nimmt einen ganz starken Einfluss auf unsere gesamte Kultur miteinander. Weil wenn wir ganz viel immer reduzieren, ja, und so standardisieren, dann sind wir ja selber auch ein Stück drauf angewiesen und das ist richtig schwer. Also wie sieht die Wunde aus? Schon besser. Ja, wie war die Frau Schmidt heute früh? Anstrengend. Na, wie ist die Tochter von der Frau Weber? Musste aufpassen. Ja, so reden wir. So, und was heißt das denn jetzt? Na, 21 fertig, jetzt fertig. Ja, was ist denn fertig? Also wenn ich früher ein Pflegezimmer sozusagen verlassen habe, dann hatte ich unter fertig eine ganz bestimmte Vorstellung. Aber es zu sagen, also wirklich zu benennen, das ist richtig schwer. Also wir machen das nicht einfach und schon gar nicht, wenn wir unter Druck sozusagen stehen. Dazu kommen dann noch so
sag mal, nebensächliche Dinge wie Unfälle oder Verletzungen. Also wir reißen uns ein Bein aus und wir gehen auf dem Zahnfleisch und wir zerbrechen uns den Kopf. Und da trifft uns der Schlag und es sticht mir ins Herz und es geht mir auf den Magen und auf die Nieren und keine Ahnung. Also voller Sprachbilder, voller pathologischer Sprachbilder ist unsere Umgangssprache geworden. Und das hat auch nichts mit Fachsprache zu tun, sondern das ist etwas Beschriebenes, was meistens gar nicht so gemeint ist. Die Menschen fehlen. Obwohl sie einen Beruf haben, in dem der Mensch im Mittelpunkt steht, sind in unserer Sprache die Menschen fast vollständig verschwunden. Also Namen sind schon ein bisschen Luxus, wenn wir Menschen mit Namen ansprechen, auch wir uns untereinander. Wir reden meistens von Sachen, von Funktionen oder von Abläufen. Also wir machen Betten, ja? Wir machen auch Zugänge, wir machen Blut. Hebammen machen Kinder, finde ich auch interessant. Die sagen, ey, wir müssen noch die Kinder machen. Wir machen Zucker, wir machen Blutdruck, also wir machen alles Mögliche. Wenn ich in der Schule, ich habe mal eine Schülerin gefragt, wie ist denn das, wenn ihr morgens so anfangt, so, also Arbeit aufteilen, ja, sagt das ganz einfach, ich mache Gang A und Katrin macht Gang B. Sage ich, Sie machen Gänge? Ich weiß natürlich, was die meint, ja. Und dann sagt sie, ja, ich mache Gang A und Katrin macht Gang B. Dann sage ich, was machen Sie denn mit diesen Gängen? Dann sagte die, bei uns zu Hause im Dialekt, ja, da wasche ich die Leute. Ach, sage ich, da wohnt jemand. Was macht die? Warum stelle ich mich so ein bisschen blöd? Was sie macht, ist, sie ist 18 Jahre alt und bevor sie in den Beruf geht, fängt sie an, in Gängen zu denken. Ich sage, hören Sie auf, gewöhnen Sie sich das gar nicht an. Wir machen Bettenbelegungskonferenzen. Ich kenne belegte Brote, ja, aber belegte Betten? So, Sie machen Toilettengänge. Wie machen Sie das? Schieben Sie die Klos dann auf den Flur? Wir gehen auch auf Glocke. Wir gehen auch auf Glocke. Ich sage dann immer, hoffentlich kommt die da wieder runter. Wenn Sie mal da oben sind, also wir sagen so oft, wir haben so wenig Zeit für die Menschen, ja? Also das ist ja so ein Sehnen von uns auch. Aber wenn wir die Momente, die uns noch zur Verfügung stehen, als sozusagen Belastung oder sogar lästig oder ansehen oder abtun, dann nutzen wir diesen Moment nicht für eine Kommunikation. Weil eine gute Qualität von Kommunikation hat selten etwas mit Zeit zu tun. Wenn wir mehr Personal sind, sind wir natürlich insgesamt etwas entspannter und kommen dann eher drauf. Aber je knapper die Zeit ist, umso wesentlicher ist ja der Moment, den wir haben. Und wenn wir den auch nicht nutzen, ja, dann haben wir eigentlich gar nichts mehr. Und wenn wir unserem Nachwuchs dann schon beibringen, mach mal die Glocke aus, mach mal die Glocke aus, mach dieses Geräusch weg, ja? Dann lernt doch der Nachwuchs, ich werde gegängelt, jetzt werde ich immer geschickt, das kann die auch mal machen und so. Anstatt zu sagen, du frag doch mal bei der Frau Schmidt nach, warum sie läutet. Da wäre die Frau Schmidt ja wenigstens noch drin. Aber so sagen wir, geh mal auf Glocke oder geh mal auf Klingel. Und wir denken in Glocken und Klingeln. Ja. Wir sagen ganz oft, wir brauchen mehr Qualität oder mehr Wertschätzung füreinander. Wenn jemand sagt, Röntgen hat angerufen, sage ich oft, nein, Röntgenabteilungen können nicht telefonieren. Es geht nicht. Ja, der OP drängelt, die Verwaltung meckert, die Küche hat sich beschwert und die Eins pennt. So reden wir. Wie viele Leute jeweils in diesen Abteilungen oder Räumen, von denen Sie sprechen, da arbeiten, die scheren Sie jetzt alle über einen Kamm. Freundlich ist das nicht. Dann sagen Menschen oft, naja, aber das weißt du nicht, wer da im Röntgen arbeitet, ja? Sag ich, hey, frag doch mal nach. Also wenn du öfters mit der telefonierst, kannst du doch fragen. Und wenn Sie es nicht wissen, dann können Sie es anders formulieren. Wenn Sie heute zum Patienten reingehen und sagen, das Röntgen hat angerufen, Sie müssen jetzt runter. Dann ist es jetzt also kein wirklich unnormaler Satz. Sie können aber genauso sagen, die Kollegin vom Röntgen hat angerufen, Sie können jetzt runtergehen.
Und da hat der Patient schon das Bild davon, dass hier Menschen arbeiten. Und dass die auch irgendwie miteinander reden. Okay? Ich hatte letztes Jahr eine Situation, da war meine Tochter selbst in der Klinik mit einem akuten Blinddarm. Sie ist operiert, es ist alles gut, sie sitzt im Bett, eine Pflegerin kommt rein. Sie sagt zu dieser Pflegerin, der Doktor sowieso wollte noch mal kommen, Blut abnehmen. Wissen Sie, wann der kommt? Die Antwort der Pflegerin war, die Ärzte kommen und gehen hier, wann sie wollen. Jetzt könnten Sie ja sagen, die ist wenigstens ehrlich. Ich weiß schon, was sie gemeint hat. Aber meine Tochter und die anderen Patienten da drin nicht. Die guckte mich sofort an, Mama, reden die hier miteinander? Also hat dann so, oh Gott, hoffentlich haben die mir wirklich nur einen Blinddarm rausgemacht. Ich konnte das einordnen, aber das Blöde ist halt, das finde ich immer so schade. Ich weiß gar nicht, ob diese Pflegerin kompetent war oder nicht, aber sie hat nicht kompetent gewirkt. Also sie hat mir ein Bild gegeben von, ey, ich bin hier selber, habe hier selber nichts zu sagen. Ja, ich bin auch nur ein Rädchen in diesem Riesending und so, und auf mich hört eh keiner. Aber was soll ich denn als Angehöriger mit so einer Aussage machen? Das ist einfach an der falschen Stelle kommuniziert. Ich dachte dann, okay, wenn ich jetzt noch was brauche zu ihr, werde ich nicht gehen. Die tut mir maximal leid, aber ich traue der doch nicht zu, dass die mir noch helfen kann. Verstehen Sie? Und ich glaube, dass uns das ganz oft passiert, ohne dass wir das wollen. Nicht, weil wir das jetzt extra machen, sondern weil wir in unserer Ohnmacht oder in unserer Hilflosigkeit nicht die richtigen Worte am richtigen Ort zur richtigen Zeit finden, um wirklich etwas zu sagen, zu haben. Wir haben sehr viele Gewaltworte noch in unserer Sprache und die kommen allesamt aus dem Krieg. Jetzt bin ich seit 4, 5 Jahren mit diesen Themen auf dem Weg und ich habe früher immer gesagt, naja, das ist so mit unseren Eltern und Großeltern. Zunehmend denke ich, wir haben heute auch wieder so viele Menschen um uns herum, die im Krieg waren. Also das ist ja gar nicht so weit weg von uns. Und Worte haben immer auch was mit inneren Bildern und mit Emotionen zu tun. Und wir wecken durch Worte, also durch unsere Fähigkeit zu sprechen, im anderen Bilder. Ja? Und jetzt haben wir natürlich nicht alle die gleichen Bilder in uns, das ist schon klar. Aber wenn jemand im Krieg war oder diese Zeit erlebt hat oder geprägt ist von dieser Zeit, dann haben wir als Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, schon auch eine Mitverantwortung dafür, damit etwas sensibler umzugehen. Also wir haben heute ein Bombenwetter, keine Frage. Ja, also es ist schönes Wetter und wir alle, die hoffentlich nicht da Erfahrungen haben, sagen, ah ja, es ist Bombenwetter, aber in Wahrheit ist dieses Wort ein Wetter, bei dem die Bomben ihr Ziel besonders gut getroffen haben. Wir haben eine Bombenstimmung oder eine Mordsgaudi. Ja, wir drehen Spieß um, wir spannen jemanden auf die Folter und wir würgen auch jemanden am Telefon ab. Wir legen jemanden um, der auf der Bettkante sitzt, wir machen Leute fertig. So, wir führen auch jemanden ab. Wir stehen auf dem Flur und sagen, wir müssen wohl noch abführen. Ja, es gibt aber Menschen, die haben da ein anderes Bild dafür. Ja? Und wenn wir einen Dienst tauschen wollen, dann sagen wir, ey, ich habe ein Attentat auf dich vor. Und die andere sagt, kein Problem, schieß los. In Wahrheit ist es ja gar nicht lustig, das wissen Sie auch, ne? Weil in Summe ist das, was ich Ihnen hier sage, ich kann Ihnen jetzt nur einen Einblick geben in das, was da wirklich los ist. Und diese Themen, die bedingen einander, die sind wie Dominosteine. Also ein Müssen und ein Wahnsinn gehören zusammen. Und ich weiß, das Wort Problem ist nicht weit. Und das gehört, wir sind so gut trainiert darin. Und da ist aber noch überhaupt nichts Schönes dabei, nichts Menschliches, nichts Warmes. Kein charmant, kein behutsam, kein achtsam. Es ist noch nichts da, was unser Beruf irgendwie menschlich ausdrückt. Ja? Das heißt nicht, dass sie nicht menschlich sind. Aber es zu hören und es zu spüren, ist einfach, ja, ist auch eine Kompetenz. Vor allem dann, wenn alle anderen außenrum eigentlich am Kippen sind. Dann noch ein gutes Wort zu finden, ist richtig schwer. Wir sind auch oft mehrdeutig, also wir sprechen von eigentlich vielleicht und mal gucken, als wäre es das Normalste von der Welt. Eigentlich habe ich Feierabend. Ja, was denn jetzt, hast du Feierabend oder nicht?
Ne, eigentlich haben wir jetzt Pause. So, eigentlich müsste das der Doktor wissen. Also eigentlich sollten Sie schon entlassen sein. Eigentlich sollten Sie nüchtern bleiben. Eigentlich sind Ihre Werte ganz gut. Ja, was denn jetzt? Wenn Sie da liegen und Sie hören das, dann hören Sie eigentlich. Wenn Sie da stehen und es sprechen, dann hören Sie es nicht. Und die Verunsicherung ist eben bei denen, die so sehr darauf angewiesen sind, auf das, was sie sagen. Und deshalb sage ich, Achtung, dieses berühmte gute Wort, ein gutes Wort schenken. Sie alle wissen, wie gut das ist, wenn im größten Chaos und vor allem dann, wenn ich mich schlecht benehme, es einen Menschen gibt, der mich irgendwie erträgt. Ja, der mich aushält, das nicht gleich persönlich nimmt, der einen Moment länger bei mir bleibt als die, die ich jetzt halt gekränkt habe. Und ich möchte Sie wirklich, also im Besonderen nochmal daran erinnern, Menschen, die in Angst sind, in Schmerzen, in Abhängigkeit und nicht freiwillig irgendwo sind, die sind selten charmant. Wenn Sie das wollen, dann gehen Sie irgendwie, weiß ich nicht, in den Wellnessbereich oder in die Kosmetikbranche. Da haben Sie entspanntere Leute. Aber wenn Menschen in unserem Berufsfeld kommen, dann sind die in der Regel nicht so freundlich. Das bedeutet, es gehört zu unserer Profession, es zu lernen. Und ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung sagen, Sie können das lernen. Und es ist viel einfacher, als Sie es sich vorstellen. Eine Menschlichkeit, das gute Wort, im richtigen Moment anzubieten. Ganz viele Menschen brauchen nicht dauernd ein gutes Wort. Ja? Also wenn die jetzt 4 Situationen hatten, die einfach schwierig waren oder nicht so freundlich und es kommt eine und hat irgendwie einen Blick oder ein Ohr für mich, dann beruhigt es die Menschen unendlich. Also wir brauchen nicht dauernd super nett und super freundlich sein, aber wir brauchen immer wieder jemand, der im Besonderen darauf achtet. Für mich ist es ein Kulturgedanke, zu sagen, Leute, wer lacht heute? Wer guckt denn heute auf uns, ob wir gelacht haben? Sind wir freundlich? Haben wir gegrüßt? Ja, oder denke ich nur, dass ich gegrüßt habe und grüße ich nur manche und manche nicht? Oder grüße ich erst nach 8, weil vorher bin ich nicht so gut drauf? Also wie bin ich denn? Also wie sind wir denn? Reden wir über sowas oder nicht? Weil ich glaube, wir könnten sehr viele Stimmungen schon umwandeln oder zumindest entspannen, wenn wir das mehr beherrschen würden. Willkommen heißen ist eine Haltung. Ich habe Ihnen ganz zu Beginn die Folie gemacht. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Ich wünschte, dass viel mehr Patienten und Angehörige das Gefühl hätten, dass sie willkommen sind und nicht jetzt auch noch Arbeit machen. Ja, also jetzt haben wir noch 2 Zugänge. Ja, super, wer macht die? Ja, und wenn das jemand hört, und glauben Sie mir, Sie haben ein Berufsfeld, in dem sehr viele Menschen auf Sie hören. Also viel mehr Menschen, als Sie sich das überhaupt nur vorstellen können, weil Türen nicht immer zu sind und auch Wände nicht schalldicht sind. Und die haben so große Ohren, die hören genau hin. Und um Ihnen da nochmal so richtig Lust drauf zu machen, auch Haltung nochmal zu prüfen, zu sagen, wie sind wir, wie denken wir, welche Wortfelder brauchen wir denn, habe ich noch ein schönes Schlussvideo für Sie.
Ich bin dein Patient, bitte sprich menschlich mit mir. Und ich möchte ganz kollegial sagen, für mich war es heute eine große Freude, hierher zu fahren, mit Ihnen zu sprechen, weil ich mich immer auch kollegial verbunden fühle. Und ich glaube, wir können es auch gut miteinander gebrauchen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Vielen Dank.